Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Hier ist wieder eure Svea von Angelfly Orakel. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir schauen uns heute die kommende Woche an, ja, was hier auf uns zukommt, von 21. Juni bis 27. Juni in der Liebe. Und diese Woche ist sehr besonders, denn wir haben am Montag Tag- und Nachtgleiche, also Tag und Nacht sind quasi gleich lang. Und an diesem Montag haben wir auch Portaltag. Und an Portaltagen ist es immer so, dass also ich sag mal, der Zugang zur geistigen Welt ist leichter. Ja, heißt, wir sind empfänglicher für ihre Botschaften. Das kann auf der einen Seite super sein, weil wir einen total leichten, beflügelten Tag haben. Ja, aber das kann auch andersrum sein, nämlich dass dieser Tag total irgendwie im Chaos endet. Das ist so dieses, was ich denke so. Was ist denn heute schon wieder los? Ja, also wenn euch das am Montag so geht, dann wisst ihr, was los ist. Und es geht dann fröhlich munter weiter, nämlich am Donnerstag haben wir gleich nochmal Portaltag und Vollmond. Ja, und wenn ihr hier schon ein bisschen länger zuschaut, ja, dann wisst ihr, dass Vollmond-Orakel immer etwas mit einem, also mit einem Ende zu tun haben. Ja, dass es darum geht, einen Zyklus zu beenden, etwas hinter sich zu lassen. Und in dieser Kombination ist es eine sehr kraftvolle Woche. Ja. Ja, und ich bin gespannt, wie sich das bei euch zeigt, liebe Schützen. Denn also die anderen Sternzeichen, das war sehr gewaltig. Und ich bin gespannt, was sich bei euch in der Liebe zeigt. Und wisset, wenn die nächste Woche irgendwie schwierig und anstrengend ist, dass ja, dass es nicht euch alleine so geht, ja. Ich mische die jetzt nochmal, ich habe noch gar nicht nach euch irgendwie gefragt. So. Genau, an dieser Stelle noch vielen Dank für alle, die neu mit dabei sind. Vielen Dank für eure Abos. Ja, das ist ja viel wert. Dann vielen Dank für eure Kommentare, für eure Likes, das ist einfach, das hilft mir, mich hier weiterzuentwickeln, ja. Und danke an dieser Stelle. Und jetzt schauen wir uns an, was sich hier für euch nächste Woche, liebe Schützen, in der kommenden Woche von 21. bis 27. Juni für die lieben Schützen in der Liebe hätte ich gerne. Was ist hier los? Was kommt hier auf euch zu? Mit was könnt ihr rechnen? Ja, guck mal, wie das gefallen ist. Total spannend. So, was kommt hier auf die lieben Schützen zu? Du auch noch? Gut. Vier. Ich mische noch dreimal. Wenn keine mehr fällt, dann war es das. Nee, gut. Ach, guck mal, hier ist noch eine drunter. Deswegen war das okay. Und total spannend. Ich habe jetzt da schon ein paar Sternzeichen gedreht. Es tauchen immer die gleichen Karten auf, ja? In verschiedenen Kombinationen, aber irgendwie immer die gleichen Karten. Und lieber Schütze, die innere Zielsetzung ist als allererstes gefallen. Und das ist also irgendwie auch ein Stück weit Hauptkarte, ja. Und die ist hier noch nicht so, wie sie sein sollte, ja. Und guck mal, wie schön es sich hier im Endeffekt spiegelt, wie sich diese Karte hier hingelegt hat. Also guckt euch in der kommenden Woche eure inneren Ziele nochmal an und definiert sie auch. Ja, wo ihr hin möchtet. Das ist sehr gut, finde ich das. Ich lasse das, glaube ich, so. Ich finde das gerade richtig gut. Entschuldigung. Genau, also innere Zielsetzung für die kommende Woche ganz wichtig, ja, dass ihr wisst, wo ihr hin wollt, was ihr noch erleben wollt, was ihr noch erreichen wollt, ja, wie euer Leben sein soll. Das ist also. Das ist ganz wichtig, damit ihr hier auch diesen Weg findet, ja, und euch befreien könnt im Endeffekt,
Ja, also ihr schwebt hier im Moment in so einer Blase, ja, kommt nicht vorwärts, kommt nicht rückwärts. Ihr seid im Moment sehr gefühlvoll, sehr bei euch, aber eben auch sehr zurückgezogen. Ja, und es geht jetzt aber darauf, also es geht jetzt darum, dass ihr diesen Rückzug verlassen könnt, weil ihr endlich wisst, wo ihr hin wollt. Ja? Und der Kompass zeigt euch hier den Weg. Und dann könnt ihr euch auch nicht verlaufen, selbst wenn ihr in der Wüste seid. Ja? Mit einem Kompass, wenn ihr wisst, wo ihr hin wollt, könnt ihr euch gar nicht verlaufen. Aber, und das ist essentiell, ihr müsst wissen, was ihr wollt. Ganz klar und eindeutig. Ja? Und dann könnt ihr diesen Weg auch gehen. Und dann braucht ihr auch keine Angst mehr haben, dass ihr euch irgendwie verliert. Ja? Okay. So, wir gucken, also und das gilt natürlich auf alle Bereiche im Leben, aber das gilt natürlich auch Liebe, Partnerschaft, Beruf, ja, Berufung, also überall, wo ihr mit dem Herzen auch mit dabei seid. Ihr müsst wissen, wo ihr hin wollt. Ja, wenn ihr. Also zum Beispiel ein gutes Beispiel, meine Schwester, also mein Neffe Thomas, ja, der ist 11, der wird jetzt 12, der hat gerade noch mal die Schule gewechselt und meine Schwester hat ihm gesagt, hör zu Thomas, und er ist auch Schütze, ja, deswegen erzähle ich euch diese Geschichte. Wenn du später einen mittleren Schulabschluss haben willst, dann musst du Zweier haben. Im Moment hast du Dreier und du brauchst Zweier. Und damit weiß er ganz klar, wenn er den mittleren Schulabschluss haben will, dann muss er mehr lernen, mehr Intention reingeben, mehr zuhören, mehr aufpassen, was auch immer, ja, da damit dazugehört. Aber weil er weiß, er möchte das, kann er diesen Weg auch gehen, ja, weil er jetzt weiß, was er zu tun hat, auf was er sich konzentrieren muss, damit er dahin kommt, wo er hin will. Ja? Und das ist jetzt ein banales Beispiel, aber das ist ganz wichtig, ja, dass man weiß, wo man hin will. Und dann weiß man auch, was man dafür tun muss oder auch nicht, ne? Was man lassen kann und wo man seine Energie reinsetzt. Gut. So. Ja. Und dann werdet ihr hier auch erfolgreich sein, ja? Also das ist genau das. Ihr kommt dann da an, wo ihr hin wollt. Aber ihr müsst wissen, wo ihr überhaupt hin wollt, sonst lauft ihr im Kreis. Ja? Oder ihr verliert euch irgendwo. Okay, liebe geistige Welt, für die Liebe, ja, Partnerschaft, Liebe, Beziehung, für die lieben Schützen, für die kommende Woche hätte ich gerne noch 5 Karten von den Lenormands. Was kommt hier? Die lieben Schützen in Bezug auf die Liebe, auf die Partnerschaft zu. Was kommt hier auf die Liebe, auf die Partnerschaft zu? In der kommenden Woche. 5 Karten bitte. 3 noch. Bitte noch 3 Karten. Wollte noch raus. Na dann. Oh, super. Also, wir fangen hier mit an. Ja, das sind 2 Stapel. Das ist einmal, was ihr euch bewusst machen müsst und was dann kommt. Ja, so in die Variante nehme ich das wahr. Also, es werden nächste Woche nochmal eure Ängste hochkommen. Ja, eure Ängste, eure Zweifel. Dinge, an die ihr nicht glaubt, ja, die Dinge, die an euch nagen, vielleicht auch, dass euch nochmal Ex-Partner durch den Kopf gehen, also warum das nicht funktioniert hat, Beziehungen, die nicht funktioniert haben, ja, oder einfach auch, wenn du in der Ehe steckst, ja, dass dir einfach bewusst wird, was dir daran nicht gefällt, ja, wenn das einfach nicht optimal ist. So, das ist so gefühlsmäßig und das kommt hier nochmal hoch. Ja, das ist so die Gefühlsebene, die hier nochmal
alle Ängste und Zweifel und Sorgen anpiesert, damit du dir das anschaust. Ja? Damit du klar wirst, was du möchtest, wo du hin willst, wie deine Wünsche, deine Träume, deine Ziele, wie die sind. Das ist diese Karte. Ja? Also Ängste, Zweifel, Sorgen in Bezug auf die Emotionen, auf die Gefühle kommen hier nochmal hoch. Ja? Aber wenn du weißt, wo du hin willst, dann kannst du auch losfliegen. Egal, ob es stürmt oder ob Sonnenschein herrscht. Ja? Und dann kannst du auch erfolgreich werden. Ja? Du kannst daran arbeiten, dass du deine Ziele erreichst. Auch in der Liebe, ja? Auch in der Partnerschaft. Heißt, zum Beispiel, ihr seid schon lange zusammen, aber ihr wohnt noch nicht zusammen, ja? Vielleicht hast du dieses Thema mit anderen Beziehungen auch gehabt, ja, dass es irgendwie zu lange gedauert hat. Und wenn du das klar kommunizierst und sagst, Schatz, ich möchte aber mit dir zusammenziehen in eine Wohnung, ja, dann weißt du, wo du hin willst. Und auch er weiß, wo du hin willst, ja. Ihr könnt also gemeinsam diesen Weg gehen und daran arbeiten und euch eine Wohnung suchen oder schauen, wie man sich zusammen arrangiert, zum Beispiel, ja. Also werde dir klar, was du willst für die Zukunft. Ja, das wird nächste Woche nicht einfach. Ja. Das wird hier auch nochmal wirklich Themen geben, wo du sagst so, oh, warum denn jetzt schon wieder das? Oder warum beschäftigt mich denn XY hier? Aber das geht hier darum, dass du nochmal dir bewusst wirst, was du möchtest. Ja, weil die innere Zielsetzung stimmt noch nicht. Das muss noch hier genauer definiert werden. Und dann kannst du losfliegen. Und dann ist es egal, was um dich herum ist, ja, ob Sonnenschein oder Regen ist. Du kannst es dann angreifen. Du kannst deine Schritte dann gehen. Ja? Du kannst deine Schritte dann gehen, weil du weißt, wo du hin willst. Ja? Also es ist deswegen musste ich so lachen, ja, weil ich die Karten nur so halb gesehen und dachte mir so, ja, okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Ne? Gut. So, wir schauen für deinen Gegenüber, ja, für deinen Herzensmensch, für deinen Wunschpartner mit diesen Karten einmal, was bei ihm los ist. Mit diesen Karten ziehe ich eine Herzkarte für ihn, ja, einfach auch noch mal zu gucken, was da so auf Herzebene los ist. Mit dem Manara-Tarot schaue ich mir, wie bei dir mit dem Lenormand quasi seine Gedanken, seine Gefühle, was ihn hier nächste Woche in Bezug auf dich beschäftigt, ja. Und partnerschaftlich schaue ich mit diesem Tarot einfach nochmal, wie sich das in der Partnerschaft weiterentwickeln wird, ja. Genau. Ich freue mich, wenn wir uns gleich sehen bei Vimeo und falls nicht, freue ich mich, wenn ihr ein Abo da lasst oder einen Kommentar oder ein Like, ja. Und ich drehe auch gerade schon die Halbjahreslegungen für die Sternzeichen. Die kommen so in den nächsten ein, zwei Wochen. Also ich mische das auch nach Gefühl. Also ich lasse quasi die Karten entscheiden, welche Sternzeichen ich wann drehe. Und ja, wollte euch das einfach nur wissen lassen, dass ihr wisst, okay, ihr kommt auf jeden Fall auch dran. Wann genau, weiß ich nicht, weil ich das die Karten entscheiden lasse, was energetisch eben passt für den Tag. Genau, ich freue mich, wenn wir uns gleich bei Vimeo sehen und bis dahin. Tschüss!